Bereit machen für die große Aufholjagd in der Rückrunde. Torwart Roman Weidenfeller von Borussia Dortmund arbeitet derzeit im Trainingslager im spanischen La Manga für ein ganz klares Ziel. Nach der mäßigen Hinrunde mit einer großen Verletztenmisere soll es für den Tabellenvierten in den kommenden Wochen wieder aufwärts gehen. Wir wollen im nächsten Saison und im nächsten Jahr auch natürlich wieder in der Champions League spielen. Und dadurch ist es ganz wichtig, dass wir auch in der Bundesliga auf 2 oder 3 abschließen. Also auf Platz 4 will uns keiner sehen. Wir wollen natürlich am liebsten die Saison auf Platz 2 abschließen, das ist klar. Aber man darf eins nicht vergessen, wir spielen nicht alleine mit den Bayern in der Liga, sondern auch viele andere Mannschaften sind auch vertreten. Dennoch sieht Weidenfeller seine Mannschaft gut aufgestellt. Daran ändern in seinen Augen weder immer wieder aufkeimende Transfergerüchte, beispielsweise um Reus, Gündogan oder Hummels, noch der Abgang von Stürmer Robert Lewandowski im Sommer zu den Bayern etwas. Dass große Vereine kommen und viel Geld bieten, sieht Weidenfeller als normal an. Gut, wir hatten zuvor Kagawa auch schon verloren und sind dann auch nochmal danach deutscher Meister geworden. Also man muss halt eben immer wieder versuchen, neu anzugreifen, und es wird natürlich in jedem Jahr immer schwieriger, denn andere Mannschaften rüsten auch auf und gerade auch Bayern und Wolfsburg werden sehr viel Geld investieren, aber dennoch haben wir die Möglichkeit, mit jungen, erfolgreichen und erfolgshungrigen Spielern auch da auf jeden Fall den großen Vereinen auch die Stirn zu zeigen. Roman Weidenfeller verfolgt neben den weiterhin hohen sportlichen Zielen mit seinem Verein aber auch einen ganz persönlichen Traum. Im vergangenen Jahr feierte er gegen England als ältester Torwart überhaupt sein Debüt in der Nationalmannschaft und hofft nun auf sein WM-Ticket für Brasilien. Ja, dazu kann ich heute nichts sagen. Ich bin ja nicht der Bundestrainer, und für mich ist halt entscheidend, dass ich meine Leistung bringe, gerade auch im Verein. Darüber kann man sich empfehlen. Und man muss natürlich weiterhin gesund bleiben, dann hat man vielleicht die eine oder andere Möglichkeit. Brasilien im Hinterkopf, doch Dortmund vor Augen. Für Weidenfeller zählt nun erstmal ausschließlich die Aufholjagd mit dem BVB.